In diesem Sinne, wir sind wieder zurück in Valheim. Willkommen beim Nerdzeitalter. Beim letzten Mal haben wir ja hier schon ein bisschen Dinge geschafft. Außerdem nimmt das Spiel gerade nicht auf, jetzt schon. Das ist ein Träumchen. Ja, nochmal herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen Dinge geschafft. Hier unsere neue Metall- bzw. Kupferproduktion läuft hier schon voll am Ball. Und ja, in diesem Sinne schauen wir mal, dass wir uns jetzt hier ein bisschen hochtechnologisieren. Mit dabei sind natürlich wieder der Ben, der aus irgendwelchen Gründen gerade nicht so ganz gesund aussieht, und der Sven da hinten. Ich bin tipptopp in Ordnung. Ich habe nur ein paar Uger verklopft und ein paar Zwerge und so. Aber mir geht's blendend in Ordnung. Ich bin bester Dinge mit euch hier. Oh verdammt, ich habe den Space Engineers die Handbremse nicht angezogen, verdammt. Dann musst du nochmal kurz rüber. Ja, ich habe gespeichert, und alles gut. Im Zweifelsfall. Offen. Ja, schön, schön, dass ihr alle da seid. Sven. Ja, hallöchen, hallöchen. Hier geht's schon wieder richtig ab. Wir haben natürlich wieder Nacht. Ich würde fast darauf Geld verwetten, dass es auch gleich wieder regnet. Wir könnten uns ja mal kurz hinlegen, um das mit Problem der Nacht zumindest schon mal zu erledigen. Das ist eine gute Idee. Empfangt aus meiner Hand Alphatas favorisierten koffeinhaltige Zeitgetränk. Dankeschön. Hier kurz in die, auch für die Kamera. You stand at the prow of leaping ship. The sword spray before you Kaffee. And the joyful shriek. Irgendwas. Ich hab was ganz anderes. Folded within the dream you remember what it was to be alive. Boah, kann das eventuell sein, dass die Spieltexte nicht synchron sind? Das ist durchaus möglich. Ja, ne? Ich möchte nur erwähnen, der Sven hat gerade gesagt, was gleich für ein Wetter sein wird. Ja, wir haben geschlafen, um jetzt den Megasturm zu kriegen. Cool. Ja, kommen wir zur Wettervorhersage. Das Wetter ist scheiße kalt und bäh. Taran, langfristige Idee ist, einen Valheim-Community-Server zu machen. Beziehungsweise da zu belegen in die Richtung, und dann gibt es noch eine Twitch-Integration für Valheim, wo Leute, die zum Beispiel Bits werfen, dann irgendwelche Kreaturen spawnen können oder irgendwas uns Gutes tun können im Kanal. Also von Wölfen in der Base bis hin zu random Gold oder sowas. Müssen mal gucken, wie das geht. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Mods, aber das könnte sehr witzig sein. Hatten wir irgendwo noch Kohle? Oder haben wir die schon verbraten? Haben wir wohl verbraten, das heißt, wir müssen nachlegen. Ja. Und da sind wir auch schon direkt wieder überladen. Träumchen. Es hilft natürlich auch, irgendwie das Holz abzulegen. So, ich hole mal wieder ein bisschen Holz. Wie kann ich denn Kohle da reinlegen? Du legst Holz in das rechte Ding. Nein, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, wie ich Kohle in diesen Ofen legen kann. An der rechten Seite ist ein Loch, da steckst du die Kohle rein, an der linken das Erz. Ja, aber hier kann ich keine Kohle torpen, das geht nicht. Hier an der rechten Seite in dieses rechteckige Loch. Ah. Seven Days to Die. Wir haben es uns, glaube ich, geholt alle, aber gespielt haben wir es noch nicht. Nee, ich habe das schon sehr, sehr lange und habe das auch tatsächlich. Gab es das nicht gratis irgendwo? Nein. Nee, nein, das gab es noch nicht gratis. Also irgendwas Free-Game meine ich. Nicht in dem Sinne. Nicht, dass ich wüsste. Ja, Markus, du kannst jetzt reinschmeißen. Ich habe mit Kohle gefüttert. Nee, ich brauche ja gerade noch Kohle für was anderes. Habe es mit Kohle gefüttert, wollte ich damit sagen. Achso, ja, danke schön. Nee, ich habe gerade darauf gewartet, dass hier noch eine Kohle rauskommt. Weil damit können wir uns jetzt eine Forge bauen. Und die Forge schaltet uns jetzt die Möglichkeit frei, neue Dinge zu tun. Beispielsweise so schöne Geschichten wie ein... Du könntest jetzt ein Kupferschwert beispielsweise bauen. Boah, 8 Kupfer braucht das. 8.
Ja, ich könnte irgendeine Rüstung bauen oder sowas, ich weiß nicht. Ja, noch nicht. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal irgendwie im nächsten Schritt weiter Erz verhütten und dann auch Sinn finden. Entschuldigung. Ja, also der Männer ist abgehakt und hat so eine kleine Kettenreaktion. Ja, und ich stand direkt drunter, als alles so in meine Richtung fiel. Klassiker. Seven Days to Die. Das ist dein. Boah. Okay, was? 6000 Stunden. 6000 ist eine Menge. Das ist krass. Kannst du aber auch tatsächlich relativ einfach machen. Also es gibt da Dutzende von coolen Mods, mit denen man da einfach spielen kann. Das ist der absolute Hammer, was die Community da mittlerweile gemacht hat. Ja, ist eh auch sehr abgefahren. Also gerade, ich meine, Space Engineering ist auch ein schönes Beispiel dafür, was irgendwie eine coole und interessierte Community da alles auf die Beine stellt. Es ist ja sogar teilweise mittlerweile so, dass die Entwickler schon irgendwelche Mods, die halt eben sehr erfolgreich sind, einfach dann irgendwie dann auch ins Spiel mit übernehmen. Simba! Naja, gut, bevor wir jetzt hier irgendwie gar nichts machen, gucke ich auch mal, was ihr da im Wald tut. Ich wollte ja eigentlich zu der Höhle gehen, aber dann habt ihr irgendwie... Die Trollhöhle meinst du? Meinst du die Trollhöhle? Ja, genau. Können wir auch dann prinzipiell mal angehen. Aber ich warne dich, der wird uns da ganz gut den Arsch versohlen, weil wir aus dieser Höhle nicht raus können und die hat nicht viel Platz. Oh. So, nochmal hier ein bisschen Holz klein hacken. Und wir brauchen definitiv Zinn. Ja. Das braucht man gemeinhin. Die Suche nach dem Zinn des Lebens. Hacke den Stumpf. Lalalala. Hack, hack. So. Wie fangen wir denn jetzt hier an? Ja, was machst du denn, Sven? So. Kommunizier das doch mal. Du hast Zuschauer. Ja, also, ich hatte gedacht, jetzt können wir hier, wenn wir hier schon so einen schönen Seeblick haben, dann gleich einen wunderbaren Steg bauen, an dem wir dann mit unserem zukünftigen Langboot anlegen können. Ja, finde ich für eine sehr, sehr gute Idee. Ja, Empyrean habe ich auch schon von gehört. Ich habe mich immer noch nicht so wirklich reingetraut. Irgendwie auch, weil ich glaube, zumindest als ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren die Reavers auch noch relativ durchwachsen. Kyrion war schon ziemlich cool. Ja, ich muss offen zugeben, ich habe dann auch irgendwann eine ganze Weile lang die Entwicklung nicht groß verfolgt, also nicht mit höchster Prio. Müsste ich mir nochmal anschauen. Hä? Hast du mich gerade gehauen? Nö. Oh.
das müsste doch hier irgendwie snappen. Komm schon, snap doch hier irgendwie. Snap, 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 snap. Snappity snap. Snap, snap. Sven, ja. Nur so eine Frage, was, bevor du da jetzt irgendwie zu viel baust, nur so eine Idee von meiner Seite, was hältst du davon, wenn wir erstmal hier uns so eine Ogerhöhle klar machen? Ogerhöhle klar machen kann man auch gleich machen. Meine Idee war jetzt gerade noch, was ich Sven vorschlagen wollte, dass wir hier so eine kleine Schleise in die Landschaft ziehen, die wir dann sozusagen als Dock ausbauen. Okay, okay. Ja, und dann können wir da links und rechts noch ein bisschen Holzplanken und so weiter hin und... Gut, dann nehmen wir mal die hier weg, weil dann brauchen wir die hier nicht. Und dann brauchen wir die hier drüben. Workbench. So. So, okay, jetzt müssten wir hier komplett im Dings sein. Moin, Cyrano! Cyrano, Cyrano, salut, salut, salut! Grüß Hallo, dich! Hallo, Cyrano! Ei, gute wie? Ja, Taran, die, ich fand die NPCs, die Monster, ein bisschen besser. Bei Imperion. Floki. Der verrückte Fistbauer bei Vikings heißt Floki. Das ist auch tatsächlich schwer, weil die Monster bzw. NPCs und Space Engineers sind einfach nur eine sehr langweilige Annoyance, die eigentlich in der Ruf wenig nichts bringt. Jemand Craziness, da haben wir den Sven. Hm? Nick? Ach ja, ja, okay. Das finde ich ja, das ist ja schon fast wie, flirtest du mit mir? You wish. Ja, passt. So, so. Ich habe Pukebären gefunden, mit denen man kotzen kann. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Wahrscheinlich um deine Dings. Würde ich jetzt einfach mal raten. Also nicht, dass ich hier aus Erfahrung spreche, aber ich würde mal raten, damit du deine Buffbar sozusagen leer kriegst. Ich glaube, wenn du dich vergiftet hast, die dran, dann kann man das sozusagen machen, aber ich... Ja. Also es dran steht... Wie breit ist denn das Schiff? Ja, so müsste etwa passen. Okay. Von der Tiefe her auch? Ja, ich hau halt so lange, bis ich schwimme, dann passt's. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen. So, und dann können wir jetzt natürlich nach vorne auch mit dem Steak rausgehen. Mit dem Steak rausgehen. Mm. Aber gut, Ben hatte da noch eine Ogerhöhle. Der will sich unbedingt aufs Maul hauen lassen. Will ich das wirklich tun? Was kann schon schief gehen? Eine Menge. Ja, beispielsweise drei Leute rennen in Unterhose in die Ogerhöhle und versuchen ihren Kram zurückzukommen. Vollhöhle. Ja, ja. Oh oh, Forest is moving. Forest is moving, wir haben Event, das heißt, jetzt kommen... Ben muss wieder zurückkommen. Jetzt ja, werden wir angegriffen. Da kommen viele. Ja, korrekt. Ja, und mein Healthbar ist ziemlich unten, weil ich natürlich zwischendrin nichts gegessen habe. Ich bin total begeistert. Ist meine auch das... What the fuck, hier ist ein Schamane. What the fuck, der ist riesig. Der mach den zuerst, versuch den Platz zu machen. Versuch den als erstes Platz zu machen, weil der spawnt neue. 4. Ach, komm schon. So. Okay. So, bin da. Der Sound ist viel zu günstig. ja,
Wie Sie sehen, sehen Sie gerade nichts. Ich hätte vielleicht ein bisschen wegrennen sollen. Ey, hier ist ein Vieh drinne. Okay. So, komm schon. Gut. Ja, und ich ziehe mich hier gerade an. Das ist wunderschön. Boah, die Todesanimation ist ja wirklich sehr langsam. Alter Vater. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Langsame Fade into Black. Ja, lauf doch los, meine Güte. Ja klar, und ihr heilt hier natürlich, ne? Okay, ich muss mal auf. Okay, einen haben wir. Das ist wunderschön. Ich brauche die Axt. 4. So. So, warum habe ich den gerade nicht getroffen? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. So. Weil der trifft mich nämlich immer irgendwie. Okay, okay, okay. Los, heil ein bisschen. Los, heil ein bisschen. Okay, Vermann ist tot. Nice. Ja, und hinter mir läuft gerade ein Großer rum. Ich muss regenerieren. Nein. Ich dachte, einen Schlag würde ich doch aushalten. Nein. Wie sehr man sich irren kann. Wie sehr man sich irren kann. Oh, sitting is the safest way to travel by a boat. Blut ist down. Ja, sind alle down. So. Ich hab meine 5 erledigt. Ja, jetzt kommt der Rabe natürlich an und empfiehlt mir, eine starke Verteidigung zu bauen. Danke. Ja. Captain Obvious. Well, Matt. Okay, so. Erstmal wieder Wasser ziehen. So. Jetzt wird's einem ja kalt hier. Was gut war, was mir geholfen hat, war natürlich die Heldenfähigkeit, ne? Das auf jeden Fall. Dann kannst du halt davonlaufen die ganze Zeit. Das ist ganz geil. Ja. So. Aber der Dings war der Schlimmste, der. Und ich konnte den nicht erledigen, bevor der nicht unsere Höhle gefunden hat. Weißt du? Mhm. Der musste erst zum Haus. Der hat keinen Schaden genommen. Na. So. Läuft doch. Nicht gerade mit einem Raid anfangen. So, können wir mal schauen, ob wir jetzt hier noch so einen kleinen Steak reinbekommen. So. Und, na komm schon. Wieso sehe ich den jetzt nicht da? Sven, dein Steak ist, glaube ich, ein bisschen weit oben.
Ja, ich habe den halt hinten angesetzt. Okay. Dann. Und so tatsächlich gar nicht so einfach zu treffen. Wollen wir zu der Trollhöhle oder wollt ihr weiter irgendwie deinen Steg machen? Wir können natürlich zur Trollhöhle, ja. Also auch so ein Stück mit Blick auf Entertainment. Ja, dann lass uns mal kurz ein bisschen was einkassieren. Genau, und vor allen Dingen lass uns noch mal kurz schlafen, dann wird's gleich wieder Tag und dann laufe ich wieder zurück, um dann wieder schlafen zu gehen und dann wieder hinzulaufen. Achso, du bist schon da. Ja. Ja gut, ist, wir können es auch so machen, ist es nicht nee, so wild. Nee, so, gerade hier mal ganz kurz ein bisschen hier aussortieren. Ja, ich muss hier auch mal ein paar Sachen... So. Ja, keine Ahnung, wo hier bestimmte Sachen hingehören. Aber wir können jetzt Schilder bauen. Wir können jetzt Schilder bauen. Unter anderem. Jetzt haben wir Kohle. So. Wir haben sogar schon eine Schmiede. Naja. Ich hab doch die ganze Zeit schon ein Schild. Sven meinte Schilder mit Beschriftung. Für die Kisten. Schilder mit was? Schilder zum Beschriften, dass wir irgendwie ein Schild vor die Kiste packen können. Jetzt check ich's. So, haben wir hier noch irgendwo drin? Essen ist oben rechts. Anscheinend nicht. Was suchst du? Ich finde hier nämlich tatsächlich keine Flintstones mehr irgendwo in der Kiste. Die hatte ich gesehen. Untere Reihe, dritte Kiste. Ich leg sogar noch ein paar dazu. Ich leg auch noch Flint dazu. So. Die Steine sind voll. Was machen wir mit den ganzen Steinen? Brauchen wir die noch irgendwann? Ja, bestimmt. Ja, spätestens wenn wir dann irgendwann mal Mauern bauen können. Ein Wallboard wollen, ne? Dann wird's fort. Da. Okay. Circle of Life, aber was haben wir neue Sounds im Player? Habe ich wieder was nicht mitbekommen? Nee, den habe ich irgendwann mal hinzugefügt. Genau. So, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen reparieren und feilen. Ich habe wieder Pukebären gefunden, oh Mann. Ja, schön. So, Markus? Ja? Und denk dran, dass er das jetzt laut gesagt hat, wenn er uns nachher einen Obstsalat anbietet. Mit frischen, selbstgepflückten Beeren. Wer? Von wem redest du? Von dir. Warum? Was soll ich dir anbieten? Ja, dann repariere ich gerade noch schnell meinen Kram. Kohle. Ja, wir liegen mal hier mal so schön rum, gucken den Ben so ein bisschen beim Basteln zu. Ich muss noch das Essen vom Feuer nehmen, dann haben wir morgen früh Kohle. Entschuldigung. Da hast du recht, Die können wir jetzt auf billigerem Weg herstellen, das müssen wir nicht mehr mit Essen machen. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich nicht genug von den Sertling Cores gefunden hatte, um die Köhlerei zu bauen und habe dann tatsächlich meine ersten Kupferbarren mit... Dream you are walking in Snowwood when you come open a naked child sitting against a tree. Weg ist der Text. Ja, der ist... Hey, Wall of Text in 10 Sekunden. Ja, man hat ja schließlich seine Herausforderung. So, Ready, steady? Von mir aus kann es losgehen, ja. Ich bin aufrepariert, ich habe Schild, Werkzeug, Blase und sowas. Wir sind gerestet, wir haben Essen. Mein Essen geht dann gleich weg. Naja.
habe keine Erdbeere mehr. Oh Mann. Bin so ja, komm, doof, dann ey. Holen wir uns jetzt. Der Morgen graut doch quasi erst. So. Stell doch mal eine Himbeere vergessen. Es ist immer das Gleiche. Also alles egal, ne? Fleisch halt 50 Minuten, die Himbeere 7. Ja, genauso wie, oh geil, lass mal losgehen, wir greifen irgendwas an. Habt ihr auch ein Gewehr dabei? Was? Ein Gewehr? Nö, was? Gewehr? Warum? Was ist ein Gewehr? Wieso, wofür brauche ich das? So. Dennis, du isst dich nicht, du musst eins von beiden essen. So. Kannst du einfach einmal rechte Maßtaste bei allem drauf machen. Und dann ist es einfach fertig. Das Fleisch warte ich jetzt gerade, dass die 12 Minuten zumindest ansatzweise weiter ablaufen. Sonst dürfen wir nämlich wieder, sonst dürfen wir wieder 5 Folgen lang wir gehen auf Jagd machen. So. Okay, ja, wo geht's denn hin, Ben? Ja, ich gehe vor. Bin direkt hinter dir. Sehr gut. Habt ihr denn auch Fackeln dabei? Nö. Nö. Okay. Du? Ich hab noch eine Fackel dabei, ja? Sehr gut. Dann weiter ich vorgeht. Aber der läuft doch hier im Kreis. Der will uns doch nur verwirren. Ja, das hat bloß hier uns auch schon wieder... In den Wald, sagt der Sverir, ich hab hier Angst, sagt der Ben... Du, was meinst du, was ich für Angst habe, wenn ich nachher hier allein wieder zurück muss? Jetzt finden wir erstmal die Great Dwarfs hier. Sagt der Magus, ihr seid beide witzig, wir müssen hier später in Unterhose durch. Genau. Aber ja, da ist die Trollhöhle. Hier ist so ein Ding. Ja, da kommt wieder eine Legende, wenn du drauf drückst. Ja, oder irgendein lustiger Flavortext halt. Ja. Okay. Ja, hier ist eine Trollhöhle irgendwo. Wenn du das da lesen oben, kannst... Ja, ja, ist hier oben. Wenn du das lesen kannst, bist du noch am Leben. Ich konnte es nicht lesen, es war eine Runenschrift. Ja, wenn du wartest, dann verwandeln sich die Runen auch in etwas, was du lesen kannst. Ist das sicher eine Trollhöhle? Also warten ist nicht so sein Ding. Alter, Taran, du bist crazy. Das sind nicht mehr Meadows, das sind schon, das ist schon Wald. Alter, krass. Nee, das Troll Cave. Ja, kommt rein. Jetzt rein oder? Ja, ja, bin da. Wo ist denn der Troll? Ich höre ihn. Da ist der Troll. Sven, mach mal. Ich mach mal ein bisschen an. Ah, da ist er. Cool. Oh, what the fuck? What the fuck? Schön ausweichen. Ja. Ich bin ausgewichen. Es steckt in der Wand fest. Ich schaue mal Sven so lang zu. So. Was? Kannst du vergessen? Ich schaue mal Sven zu. Sven, kannst du mal F drücken? Kannst du mal F drücken, dann rennst du nämlich signifikant schneller. Okay, jetzt nicht. Aber, Warte. Kannst gleich F drücken, wenn ich bei dir bin. Ich bin tot. Ja, dann kannst du gleich F drücken, wenn der Magus auch da ist. Wir müssen hier gleich in Unterwäsche wieder durch. Told ya. Wir drücken gleich F gemeinsam, ne? Ganz nah beieinander. In Unterwäsche. Jo, dann drück mal eine F. So, F. Dass ihr da drüber springt. Ich renne dann, spring dann nie drüber, weil das irgendwie so buggy ist mit dem Springen. Wieso ist buggy? Das Terrain ist halt einfach zu steil dann. Nee, an der Stelle, wo unsere Veranda ist. Ach so. Ja, die ist ein bisschen eng. Die Verena. Da will mein Monitor auch schon wieder ausgehen. Sagen wir ihm mal, nö. Jetzt ist gerade nicht die richtige Zeit zum Strom sparen. Das ist auch so ein Ding, was ich dem schon lange aberzogen hätte. Ich habe es im Menü von dem Monitor gesucht und es ist leider... Äh
Ja, Erinnert dich ein bisschen an Kids und Bikes, Markus, oder? Ja, so ein bisschen. Sven, jawohl. Markus, entzündet ihn? Nein. Mit was soll ich ihn entzünden? Ich habe nichts. Sven, hat deine Klamotten an? Sven, mach mal. Ja. Ich komm nicht durch. Da geht das nicht fest. Okay, ich bin mehr oder weniger tot. 6. So. Womit könnte man nochmal abrollen? Mit Springen irgendwie zur Seite und Springen, glaube ich. Ich muss das mal raus zum Anlegen, sonst habe ich gar keine Chance. Okay, ja, das macht Sinn. Inventory. Ja, ich würde ja gerne, aber das ist halt echt, echt eng. Ist halt echt die beste Idee ever. Oh, hallo. Hallo, nein. Ihr. Warum renne ich raus, weil ich flüchten will und ihr steht da? Weil und ihr seid eure Unterhosen zurecht. Ja. ich muss mal kurz testen, Sekunde. Okay. Oh mein Gott, ist das schön. Gott. Mit rechter Maustaste und Space rollst du ab. Ah, okay. Gut. Na dann, Ben, nach dir. Okay, Jungs, also sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ich baue dann mal weiter den Steg. was? Okay, das war gerade eben. You died. Nach hinten in die Höhle, nach hinten in die Höhle. Es geht nach hinten in die Höhle. Sonst er hat mich gerade rausgekloppt. Hat mich gerade einfach rausgekloppt. Ja, ich hab gesehen. Er hat mich gekillt mit einem Schlag. Ich hab das mit rechts mit dem Wegrollen wieder nicht hinbekommen. Halt nicht. Ne, stimmt, ich war 2. Ja, das, ja, das ist irgendwie. So, Rechtsklick und so ist halt irgendwie. Ist genau so wie was. Nee, nicht wenn du an dem. In, ja, und. Ja, ja. Ja. Es war klar, wir laufen als nackte Männer in Unterhosen und sterben uns dadurch. Das war genau das, was wir erwartet haben. Ich sehe übrigens. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gleich gesagt. Doch, du hast gleich gesagt. Fuck, ich hab nicht gegessen. Oh Mann, egal. 25 Hitpoints sind halt echt schlecht, ey. Komm gleich wieder, ich sterb mich kurz durch. Ich bin gleich wieder da, es geht schneller, wenn willst ich hier noch, sterbe. Müssen noch eine Sekunde warten, dann kriege ich meinen Kram wenigstens raus. Warte noch kurz, bis deine Ausdauer wieder voll ist. Okay, von mir aus und go. Was kann schon schief gehen? Dein Zeug ist ja direkt am Eingang, schnapp's die einfach. Aber ich habe trotzdem kein Leben. Ja, geh erstmal raus, schnapp dein Zeug, geh raus, ess erst was, Rüstung wieder anziehen. Ich weiß halt nicht, ob der Troll nicht zwischenzeitlich heilt. Keine Ahnung. Ja, wir werden es nie rausfinden. Okay. 80 Leben, das reicht vielleicht. Für ja, hallo? So. Nein, der ist noch nicht geheilt. Ich geh nach hinten, Kannst du Feuerpfeile machen? Nein, hab keine. Okay, das war jetzt natürlich richtig. Yes! Nice. Also ich hätte ja gerne einen Steg gebaut. Stattdessen habe ich jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Alles, was ich höre, ist Mimimi. Aber immerhin, das hat sich richtig gelohnt. Wir haben für 25, für einen Rubin 25 Holz und 5 Steine. Also der Trollschatz hat so richtig, so richtig reingehauen. Immerhin, es gibt noch ein paar gelbe Pilze. Habt ihr die Coins und das Trollleder? Was haben wir? Oh Ben, wir stopfen dich voll mit giftigen Beeren. Ja. Und dann wirst du einfach das nächste Mal der Köder. Der soll dich dann essen, ne? Ich find, das ist eine richtig gute Idee. Vielleicht finden wir auch einfach noch eine Ladung Durchfallbären und setzen Ben einfach an den Höhleneingang und fluten den Troll. Ihr könnt mich mal, was ist das denn hier? Seit wann sind denn die Zuschauer so gegen mich? Wo kommt das denn her? Was ist denn das? Was ist das denn hier? Der Sven ist das Opfer. Können wir das mal kurz
kurz. Können wir mal eichen bitte neu? Das ist ja hier. Geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen hier gerade mal eine kurze Strategiediskussion führen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ja, schiebt ja nicht zurück in die Höhle. Okay. Ja. Vielen Dank fürs dabei sein hier im Nerdzeitalter und bei unserem ganz koordinierten Valheim Let's Play. Bis zum nächsten Mal.